Nicht ganz so heftig hüpfen? Ja. Ja. Und bitte. Heute haben wir einen ganz besonderen Schauspielgast, nämlich die liebe Dadi ist heute da. Hi! Und ihr seht schon, sie wird groß gemacht auf diesen Steinen, damit sie lieblich die Mira an sich drücken kann. Ich bin deine neue Mutter. Eine Schicht Ziegel wieder runter. Das war auf jeden Fall ein schöner, entspannter Drehtag mit Vita, Dagi und dem unvergleichlichen Charles Rettinghaus, unserem Mentor und Serienvater und Unterstützer und Supporter der ersten Stunde. Der coole Charles wieder da. Na, wie geht's dir? Ja, super geht's mir hier. Sonnengarten, Remscheid war ich ja auch noch nie. Ist ja auch eine Stadt, die man besucht. Die Weltstadt schlechthin, auf jeden Fall. Stand noch auf meiner Liste. Das habe ich immer gesagt, bevor ich sterbe, mit mir Remscheid. Mit denen da rumzualbern und rumzutollen, das war sehr witzig. Und das Ganze haben wir in Marcells Mutters Garten gemacht. Sorry. Alles gut. So? So war ich genug, ja. Ich kann nicht mehr. Genau, noch reindrehen. Okay, Kamera ab. Ja, dieser Dreh ist dann, das ist so relativ easy. Man hat nur 4 Einstellungen. Man weiß, man muss nicht so viel Pensum abreißen. Und das ist noch zu lustige Sachen. Leute, die auf Trampolinen rumhüpfen oder Twister spielen. Lecker. Okay, Ton ab bitte. Kamera. Episode 3, 8A1, Take Nummer 1, zum Schluss nachdrehen. Das macht dann Spaß und vor allen Dingen habe ich mir großen Spaß dabei, auch Vita Tepel zuzugucken, wie sie auf diese ganze Fröhlichkeit, die ihr entgegenschwallt, halt mit diesem Steingesicht reagiert. Freut mich. Mich auch! Ich helfe so, aber ich kann nicht ernster bleiben. Charles, ein bisschen locker, hilfst du nicht ganz so feste? Lockerer? Nicht ganz so feste, nicht ganz so hoch. Achso, so ist gut. Ja. Dagi muss dann auch, manchmal musste sie sehr laut lachen, vor allem wenn Vita mal eine Regung gezeigt hat und auch mal ein Lächeln gezeigt hat, weil sie das Gesicht halt nur so kennt, so extrem angepisst, versteinert. Ich bin deine neue Mutter. Angie, oh Angie, your father is a special man. Wir haben uns auch sehr gut mit Dagi verstanden und ich finde, sie hat auch einen sehr guten Job gemacht. Der ist jetzt auch schief, ne? Ja, der ist die ganze Zeit schief. Ja, aber der fährt immer schief. Was ist anders? Nee, die sind eben nicht so weit rausgefahren, oder? Ja, das Zimmer von Mira ist mein Zimmer. Auch in Ermangelung eines richtigen Sets oder eines Studios. Bettszenen sind die besten Szenen. Die Wohnung, wo wir das eigentlich drehen wollten, hat dann leider doch nicht so gepasst. Wir haben da visuell mit Poster aufhängen und Wände streichen nicht ganz das hinbekommen, was wir uns gewünscht haben. Weswegen ich kurzerhand die Szene in mein Zimmer verlegt hatte. Ich glaube, was wir gerade wirklich machen, ist versuchen, meiner Wohnung endlich den finalen Stoß zu geben, dass sie sich endlich komplett selbst zerstört und nicht mehr aufhört. Kommt das Stativ da rein? Sie kann auch einfach ein Stück weiter runter, oder? Nee, wir müssen ja die ganzen Punkte neu auswählen. Ja, okay. Das Zimmer kommt visuell ganz gut rüber, aber ich bin trotzdem sehr abgefuckt, dass wir jetzt in Staffel 2 wieder in meiner Wohnung drehen müssen, worauf ich keinen Bock mehr habe. So ein bisschen, ups, I did it again. Wieso jetzt? Hä? Weil dieses Musikvideo von ihr ist auch von oben. Und dann liegt sie da und macht so. Und da fällt ihr aber, ist ihr eine Kamera auf den Kopf gefallen, Kamera ist runtergefallen. Wirklich? Da hatten wir so krasse Lachkrämpfe, als eigentlich, also die Vita wirklich total straight ernst in die Kamera gucken musste und drumherum aber alle am Gackern. Alter. Ja, für die erste Einstellung der kompletten Serie, nämlich Mira öffnet ihre Augen und die Kamera fährt von ihr weg und es endet dann in dieser, die Hintergründe-Wechselmontage.
mussten wir Vita auf den Boden legen, damit wir maximal viel Platz hatten, mit dem Dolly nach oben zu fahren, mit dem Jip-Arm. Ups, Vita, kannst du noch mehr Gliedmaßen einziehen? So, hier ist meine Schwangerschaft. Und jetzt pressen. Ah! Ich gebe es ein Zeichen, ne, wenn ich aufmache. Ich sag Auge auf. Auge auf! Auge auf. Es hat geklappt und wir hatten Spaß. Ja, aber wir haben jetzt das Startbild. Merkt euch mal alle, wie das hier physikalisch möglich ist. Eins, zwei, drei. Augen. Danke aufs Rückspiel. Ja, das war's. Willkommen zu einem weiteren adrenalingeladenen Arbeitstag am Wishlist-Set. Heute sind wir in einem Terroristikladen. Ich war eigentlich ziemlich begeistert, weil ich stehe voll auf Reptilien und war total verwundert, dass die wirklich alle da frei rumlaufen. Da sehen wir es. Hallo, hi, hi. Und da ist auch noch einer. Und wir dachten zuerst, es wäre eine Statue, und bis zu dem Moment, wo die auf einmal gezuckt haben und weggerannt sind. Und wir so, wow, sie sind echt. Wunderschön. Und er weiß selber, dass er so schön ist, deswegen steht er direkt am Fenster. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer etwas lauer. Ne, immer auf der Lauer, egal. Wir hatten schon im Vorfeld das Reptilienhaus halt mal natürlich besichtigt, überlegt, kann man das da drehen und so. Es waren zwei extrem kurze Szenen, die Szenen mit der Schlange, einmal der Beginn von Folge 10 und der Kurzmoment in der Montage in Folge 4, wo Kaspar gesucht wird, wo Dustin seine Schlange, Adele, um die Schultern trägt. Futter für Adele! Und dann meinte er irgendwann, dieser Besitzer, so, man kann die Schlange auch rausnehmen, kann man auch über die Schulter legen. Und Marc guckt mich nur so an und ich so, nee, Alter. Da hat der gute Marcel eine Schlange um den Hals bekommen. Ich bin voll am Zittern, Mann. Und ich hatte echt Schiss. Also, ich habe Angst vor Schlangen auf jeden Fall. Wie geht's dir? Ich bin fertig ein bisschen. Die Dinger können einen erwürgen, die haben super scharfe Zähne, die haben Gift und so. Was musst du denn gerade machen? Oh, ich musste eine Schlange um mich. Geht's dir gut? Boah, das war krass. Das war krass. Und das Allerkrasseste ist, es ist bei so Python? Boa Constrictor ist es so, man darf die nur anfassen, wenn die eigentlich noch hungrig sind. Und danach kam dann halt die Szene mit der Maus. So, das ist die tote Maus. Oh, die Arme kann ich gar nicht sehen. Seid ihr eigentlich völlig behindert? Wir bringen niemanden um. Mit Dreharbeiten ist es so, dass wir eine tote Maus der Boa geben werden, die sowieso hier schon tiefgekühlt lagert und die Maus, die Boa sowieso fressen würde. Glaubt ihr mir jetzt? Die haben halt in diesem Reptilienhaus dann bereits tote, gefrorene Mäuse, die haben wir dann halt, also ich habe die dann halt bekommen und habe die dann halt der Schlange so dahin werfen dürfen. Wow, Alter, shit! Ab dann sind diese Dinger halt aggressiv. Und dann darfst du dir noch nicht mehr zu nahe kommen, weil die dich dann halt angreifen. Du bist ja von meinem Koffer runtergehen. Das ist Kostüm für die Schauspieler. Du kackst da doch nur drauf. Bitte runtergehen. Das Lustige war auch, dass ein Leguan in meinen Kostümkoffer und dann nicht mehr raus wollte. Willst du mit zu mir nach Hause oder was? Aber den musste ich dann leider doch dann am Ende des Tages da lassen. Fatih hat endlich eine Freundin. Oh, jetzt Kamera schön. Nochmal Props an dieses Reptilienhaus, war richtig cool, hat mega Spaß gemacht und ja, jetzt kann ich das behaupten, dass ich das mal gemacht habe, so.